Hallo und herzlich willkommen zu Nightmare Before Christmas bei TTT mit folgenden Leuten. Mr. Wanwa. Hallo. Exe. Hallo. Nay. Und Reaper. Der Artu Tretors ist raunt. Ist raunt. I speak my hand right round, right round. Oh mein Gott. Das war jetzt wirklich Horror. Very bad is English, Mr. Wanwa. Sie. My English is not the yellow English. From the egg. Navo is not the best shopping queen. Nee, ich musste meinen Weapon-Switch-Dingsbums auf F1 wieder. Weapon-Switch-Ding-Switchen. Ja, genau. Ach so. Switch. Das stellt Switch sich bei mir nach jeder Map auf. Wann war, ja, genau. Kann es eigentlich sein, dass du immer so gemeint bist und immer einen verbackten Skin hast? Ja. Kauf doch endlich mal einen richtigen. Mach ich extra. Vielleicht ist das ja sein neu gekauft. Ist doch auch nicht so teuer. Ja, als Student. Ja, wow, du bezahlst Miete für deine Wohnung. Wenn du dir das schon leisten kannst, kannst du ja auch einen Skin leisten. Für eine 14 Quadratmeter Wohnung, also bitte. 16 waren es doch, oder? 16, immerhin. Ja gut, immerhin, 2 Quadratmeter die mehr. 2 Quadratmeter machen schon was aus. Die 2 Quadratmeter sind wahrscheinlich mein Badezimmer. 2 Quadratmeter sind allein dein Bett, oder nicht? Da bin ich ja echt froh, dass wir jetzt eine 65 Quadratmeter Wohnung haben, oder? Ja. Yeah. 65. Hast du vermutlich die größte Wohnung jetzt hier, oder? Also habt ihr... Ich hatte ursprünglich eine 180 Quadratmeter Wohnung. Ich meine immer noch. 6 Quadratmeter weniger und ich hätte hier die größte Wohnung gehabt. Ich hatte ursprünglich eine 180 Quadratmeter Wohnung für eine Person, also, ne? Ja, ne? Dicker, fetter Kürbis. Big Money, würde ich sagen. Ach, man kommt da wirklich nicht rein. Börse. Weil das Ding halt für einen Inhalt ein Modell. Ja, dann muss man da wahrscheinlich halt straight dann reinkommen. Aber man kommt so nicht rein. Finde ich unfair. Oh, ich habe eine Diegel eingesammelt. Also ey, die Muni hab ich mir geklaut aus einer Diegel, die dort lag. Ich weiß, also als ich Tee war, sagen wir es mal so, habe ich nichts gesehen. Drop mir die Muni bitte. Das Einzige, was ich droppe, ist der Beat. Drop mir die Muni. Warum sollte ich? Ach komm. Ich habe sie geschenkt bekommen. Ey. Also der Eingang für den Kürbis befindet sich hinten. Warte. Bleib stehen. Der Traitor kann da rein. Drop. Du willst dich erschießen. Hä, wo bist du denn? Einfach. Ich bin hier neben dir, drop sie mir. Mach das doch nicht vor 1000 Leuten, danke. Hallo? Jetzt? Da kommt man nicht rein, wenn ich drücke, ist es aber hast du die Liege nicht gerade okay. Also ich komme zumindest nicht rein, vielleicht kommst du ich hab die leere Liege rein. Nee, ich hab jetzt... Und wo hast du die andere Muni hergehabt? Ja, das war nur die Muni. Echt? Hast du jetzt die komplette jetzt Muni weggeworfen? Okay. Ja, mit der Muni hergeworfen wird hier gar nicht. Umhergeschossen werden dann. Ja, so wie bei sich. Der hätte jetzt gut gepasst, wann war. Ja, ne? Wann war zu schießen, aber. Hä? Was? Du hast auf mich geschossen? Nee, es hätte gut gepasst, um auf dich zu schießen, damit meine ich neben ach, dir schießen, ach, Akzente so. Jagen. Hier ist eine Tür. Verschollen. Das ist wann war. Ich kann mir so richtig vorstellen, ja. Bei dieser. Skin, wusste ich sofort, dass du es bist. Ich kann mir so richtig vorstellen, bei dieser durchlochten Tür. Snake springt so. Blub, blub, blub. Oh. Es ist so richtig. Reaper, bist du gerade auf dem Feld gekommen? Ich dachte die ganze Zeit, ich bleib. Ich will hier nur aufs Dach, weißt du, und dann. Okay. Ich kann auch gerne nochmal rauf. Kommt Snake mir die ganze Zeit gegen, genau. So viel dazu. Was jetzt, da kann ich auch so tun, als ob ich nicht. Trader-Tester, komm, wir testen uns, okay? Das ist ein Trader-Tester. Ja, nee, komm wieder rein. Testen wir nicht. Ja, okay. Da drin ist, glaube ich, jemand verreckt, oder? Wo drin? Keine Menschen mehr. Hm. Hey! Ja, ne? Was macht ihr denn so an Weihnachten? Wanda! Echt? Wanda! Mann! Wanda, es war irgendwie klar, dass das jetzt kommt. Das habe ich genau in dem Moment vorausgeahnt und habe deswegen noch gerufen. Ich wollte gerade sagen, Wanda, geh aus dem Weg und dann, ja. Ah, Mann. So ist das mit den Mandos. Macht der mich mit dem One-Shot weg? Und dann Snail die ganze Zeit ist plötzlich weg. Wie ist Snail denn bitte gestorben? Erschossen oder? Die Brücke da, wo Reaper rübergesprungen ist, da habe ich nicht rüber geschafft. Also war die meine Theorie mit der durchlöcherten Brücke doch richtig? Oh.
Oh, Snake. Auf wessen Kopf stehe ich denn hier? Auf irgendeinem. Ich würde sagen, alles steht Kopf, ne? Au. Was? Woohoo. Nein. Huch. Was? Was war das? Nein. Nightmare was Before Peng Christmas. Wann war lebst du noch? Ja, aber... Ja, ich lebe noch, aber mir fehlen drei Beine. Nee, hier fehlt einem Ding ein Kopf. Was für ein Kopf? Was? Du hast einen verbackten Skin, waren wir schon wieder. Nee, guck mal, Exe. Doch. Ja, ey, was war das denn jetzt? Das jetzt muss ich dir auch einen Schlag geben. Das war eine Glock, kein Schlag. Ich kann dir trotzdem einen Schlag geben, es sind exakt 20. Nein! Exe, bleib stehen. Oh. Das ist nur fair. Nein. Ja, okay, dann springt Exe halt runter. Das geht natürlich auch. Das funktioniert natürlich. Hab ich jetzt nichts gegen. Guck mal. Okay, bevor ich mir jetzt alle Geräten breche, gehe ich lieber raus. Hi, jetzt willst du dich auch noch umbringen? Nee, ich hab schon halb. Hey, hier schießt einer. Echt? Oh. Ja. Ich glaube, ich hab 6 Leben verloren. Finde ich uncool. Das hört sich nach Minigun an. Findest du? Ja. Ah, wann war ich? Hab gehofft, dass wir auch den hinterher springen. Ach, du warst schon der Einzige. Ich hätte einfach runterlaufen sollen, anstatt runterspringen, da wäre es dir vielleicht nicht aufgefallen. Aber Snell, du hättest mich fast mit dieser Falle hier getötet. Ja? Ja. Ich stand hier. Ich hab echt gehofft, dass du hinterherläufst, wann war. Das ist genial geworden. Oh, Mann. Ah, das war gut. Na, du hast Krampfer versucht, da hochzuspringen. Ja, und du bist anscheinend dran gestorben, oder? Ja, ich bin hinten wieder rausgelaufen, also bin oben angekommen und dann geradeaus gelaufen und dann ging es dann schlagartig runter. Ah. Immer diese Schlagartig. Ach komm, kannst du nicht einmal ein richtiges Skin leisten? Aber das ist doch zu teuer. Er kauft sich davon lieber Spiele, ne? Ich brauch wenn schon so einen handgenähten aus Bangladesch dann. Oh. Handgenähten. So ein Kickskin. Ey, wo bist du hin? Reaper ist teleportiert. Ich ja, aber ich bin. Oh, jetzt ist Reaper ja auch noch. Jetzt ist Snake hier auch noch. Was ist denn das für eine Party? Party. Hier kommt keiner mehr raus. Das ist eine Party. Wanda, du bist kein Zombie. Das gefällt uns nicht. Nein. Weißt, drin bleiben. Snake ist bei mir kein Zombie. Komm, du bist ein Zombie. Nein, du hast auf dem verbackten Skin. So, jetzt halte ich die Tür zu. Oh, einen Y-Synon. Na, und dann kannst du mich bitte als Einziger rauslassen. Nein. Oh, komm bitte. Du musst es in dem richtigen Zeitraum schaffen. Das Passwort ist... Nabo ist kein Traitor. Ah ja. Gut, ich hab's rausgeschafft. Hallo. Was hast du da in der Hand? Eine Fipsilon. Nein. Hä? Oh, Snake! Was? Nein! Was ist denn jetzt passiert? Na, da wo? Oder Reaper hat ihn getötet. Oder Reaper hat ihn durch runterfallen lassen. Oder Reaper ist mit dem runtergefallen. Dann gemeinsam in den Tod gestürzt. Das wäre aber romantisch. Ja, das stimmt irgendwie. Ja, ne? Explodiert hier nicht auch irgendein Kürbis? Ja. Einer oder eine Dingsbums, wie heißen die? Wollte gerade Heuschrecke sagen. Scarecrow in Englisch, weiß ich, aber... Scarecrow, bitte. Scarecrow dann halt. Die scared die Crow, deshalb. Wo brennst du denn okay, lang? Das ergibt schon irgendwo Sinn, Scheuche, ja. Sagte die Stimme aus dem Jenseits. Ach ja, das macht Sinn. Also sind... Reaper... Hoppa! Mir ist jetzt das aufgefallen, dass wir die Letzten sind. Ich hasse die Engine manchmal echt. Da gibt man Reaper einen Shotgun Headshot, der überlebt mit 50 Damage und dann fällt der runter und ich fall hinterher. Das war aber echt zu genial. Dann bist du vom Baum runtergegangen und ich dachte, komm, dreh ich mich um und schieße hinterher. Auf einmal fall ich auch runter.
Du fällst. Wer hat ein Verhältnis mit wem? Will da rein. Ich hab gesagt, ich bin unter gefallen. Ich hab du, nie du was meinst, verfällt. Du musst eigentlich sagen. Ich will da rein. Ja, Mann, wann war? Ich will da rein. Hey. Und dann kommt, ich will da raus. Den hab ich nicht. Da wurde gerade die Tür aufgemacht. Welche ja. Tür? Die Tür hey, in dein Körper. Herz? Ich glaub, Snay hat sie aufgemacht! Snay hat sie aufgemacht! Snay hat Nabo gesagt! Dann will ich sie jetzt nochmal aufmachen. Ich, aber geht nicht. Ich schub's ihn runter, okay? Hä? Oder in die Tür rein. Ja, ist dabei, ne? Schubsen! Wie schubst du? Schubsen! Los, mach mit beim Schubskreis! Wie beobachtet hier das Ganze wie so ein... wie heißt das? Omnipräsenter Leser. Omnipräsenter Leser. Ja, es gibt doch irgendwie so eine Erzählform. Wo der beobachtet. Ghostwriter. Ghostwriter ist das, was ich hier mal nutzen muss. So, ich werde mal auf Tab einen Suspekt machen. Für wen? Wenn ich tot bin, ist es wann war. Wenn ich tot bin, ist es wann war. Ich komme dir so langsam. Ey, bei dem verbackten Skin ist ja sogar eine Nase zu sehen. Missing. Ich habe einen Avoid gemacht. Ich habe ein Missing meine Roka gemacht. Eine Void? Volt-Batterie? 9 Volt? Wie viel Volt? Oh, 9 Volt-Batterien, da muss man vorsichtig sein. Bloß nicht rüberlecken, das britzelt. Überhüpft so komisch. Der ist T. Oh, hier ist ein Sword auf. Huch! Ey! Okay, das war die Falle. Okay. Das war die Falle. Ich bin proven. Glaube ich zumindest. Ich bin proven. Weil Axel stand direkt daneben, ja. Ich weiß nicht, über welche Falle. Wo ist einer dieser irgendwo, Kürbisse hier. Hier, genau der nicht mehr da ist. Okay. Weil ich die anderen. Ich und hab da hinten geguckt, was Reaper und Stay da zu treiben. Auf einmal habe ich über 50 Damage bekommen. Also, hey, sind wir aber ich glaube, Reaper und Stay haben nicht hingeguckt. Kann ich sagen, also Wanwa oder Nabu müssten es sein. Wanwa oder Nabu? So viel ich weiß, kann man das nur im Kürbis machen. Heißt das, wir können uns duellieren? Würde ich sagen. Halt so beide ja, wo, ne, warte mal. Nicht zwingend beide, ja, kann nur genau. Einer gewesen sein. Also, wenn ich tot bin und ich bin Inno, dann sag ich, ob er das ist Snay ist. Weil ich hab Snay und Reaper gesehen und die haben beide weggeguckt. Oder Snay hat sich Reaper angeguckt in dem Moment irgendwann mal. Nö. Genau während der Explosion hab ich mich umgedreht. Also, ich war es nicht, Reaper war es auch nicht. Ja, aber ich hab nämlich gesehen, dass Snay ist hinter Reaper hergerannt. Was hast du? Wow, da ist eine Superdisco hier gerade. Was? Wann war sie? Was ist denn passiert? What? Was für eine Waffe hattest du, Mann? Das war eine Galil mit einem Magazin. Alter, du hast drei Schüsse reingedrückt, ich war tot. Ich hab mit der Sound auf einmal in deine Richtung geschossen, du hast 0 Damage bekommen. Glaube ich, oder? Ja, also ich, nee, 13 Damage. Und es war, Wanda, du hast aktiviert, oder? Ja. Ich dachte mir so im Nachhinein, war vielleicht doch sehr auffällig. Ja, vor allem, weil ich Snay und Reaper in dem Moment gesehen habe. Die konnten es nicht sein. Oh, ich muss mal ganz kurz hier in die Ecke. Ich hab eigentlich schon da mit meinem Leben abgeschlossen. Oh, im Sword of Form. Ah, Mann. Alter, werde ich auf dieser fucking Map auch irgendwann mal Traitor? Du bist doch jetzt schon mein Traitor-Kollege. Ja. Wenn Snare schon so sagt, sind die doch bestimmt beide, oder? Oh, ich kann mir das ja richtig gut vorstellen. Und dann Reaper gerade so, sein Lachen hat so ein bisschen ausgesagt. Haha, ich fand das jetzt witzig, aber es war, glaube ich, nicht so gut meiner Strategie dienlich. Das hat dieses Lachen ausgesagt. Hallo, hinter dir, hallo. Dafür muss ich wandern. Hey, jemand hat die Falle aktiviert. Er weiß zu viel. Scheiße, ich habe dich gerade verfolgt und dann hat jemand die Falle aktiviert. Okay, ich bin auf der anderen Seite der Karte. Bis dahin geht nicht mehr die Hand. Reaper war es definitiv nicht und ich war es auch nicht. Es ist muss einer von den anderen dreien gewesen. Ja, wie gesagt, ich sehe hier, ihr seht doch hier hinten eine einzelne Person. Alter, 18 Leben. Nabo ist noch hier. Ja, Nabo kann das gewesen sein. Ich bin zu weit weg. Da ist jemand ich drin. Ich habe nie widersprochen, dass es nicht sein könnte. Exe sind aber schwer verletzt. Ich glaube, sie sind damit proven, ne? Ja, Exe. Ja, Exe, denke ich mal. Schon. Könnte man sagen. Will ich behaupten. Nee, das will ich nicht. Alter, wer hat denn bitte die Falle aktiviert eben? Keine Ahnung. Wie gesagt, Slay, Wanwa oder Nabo müssen es gewesen sein. Ja, wie gesagt, also
Ich weiß ja nicht, ob ihr es mir glaubt, aber ich war halt auf der anderen Seite der Karte. 18 Leben, 18 goddammit Leben. So wie hier Hans Entertainment, so motherfucking goddamn true. Mhm. Ja, so motherfucking goddamn true. Eine Bridge. Brügge. Bin ich auch. Ach, du ab bist auf der anderen. Belgien. Ab nach Belgien. Ich wüsste nicht, welche Brücke nach Belgien führt. Brügge. Deswegen. Ach, oh Brügge. Gott. Brügge. Weißt du, haut da plötzlich so eine Stadt raus. Ach, hallo Navo. Hi. Wahl. Wahl? Wahlheim? Wann war das schon wieder ein verbuggten Skin? Gehst du jetzt gerade im Kreis? Ja, ja, schon ein bisschen. Das ist so immer meine Strategie auf diese Karte. Kreis. Hä, warte den mal, Kreis du siehst den? Mich gar nicht. Kreis? Ich hab dich gesehen. Du bist doch da hinten auf dem, bei den Bäumen warst. Achso, ja, Tatsache. Hier. Stimmt, ja, okay. Geht weil ich hab dich nicht direkt hinten gesehen. Navo ist gerade in die andere Richtung unterwegs gewesen. Interessant. Dann bewegen wir Gegner uns ja bald. Seid ihr, ich glaube, ihr seid beide gerade im selben Haus. Ich hab da gerade durchs Fenster jemanden gesehen. Hoffe ich nicht, weil ich bin nicht in einem Haus. Hi. Ach, hier ist Nabo. Okay, irgendjemand ist gestorben. Habe ich gehört. Wer ist gestorben? Und ich glaube, ich habe ein Messer gehört. Messer. Messer? Eine Messerschmidt. Reaper noch? Ich glaube, Reaper seit länger nicht mehr. Ich glaube, Reaper lebt noch. Snail verfolgt mich gerade. Habe ich schon gesehen. Wenn ich gleich tot bin, ist es Snail. Dann sind's... Kann es sein, entweder Snail, Reaper oder wann war? Ne, Reaper war ja proven, genau. Ja gut, das Reaper ist... Reaper war ja vor mir. Was? Aua! Warte, was schießt? Jawoll, Alter, Snail hat mich so proven. Gemacht, hat ich gesagt, Alter, Snake, du hättest mich beinahe damit umgebracht. Weißt du das eigentlich? Ich hab nur eine Figur gleich lang neben Sinn und Hallo. Ich hab noch 18 nehmen. Das hat mir wenigstens geholfen, Reaper und Nabo zu bringen. So was Fieses. Da glaubt man einmal, dass jemand Inu ist. Ja, das hätte man jedem glauben können. Ja, ich glaube, wir müssen unsere Denkweise nochmal überlegen. Bei jedem wäre man normalerweise proven, aber nicht, wenn man Snake als Kollege hat. Oh Mann, ich hab kurz mit meinem Leben abgeschlossen, hab schon gedacht, scheiße, in dem Leben schaffe ich die Figuren denn noch. Ich hatte so kurz Reapers Identität, aber hast du dann wieder abgelegt, weil es dann zu offensichtlich geworden wäre. Hättest du ja machen können, die Leiche war ja im Kürbis, aufgehangen. Die lag war eigentlich relativ gut versteckt, da hab ich mir gedacht, komm, lass ich die Leiche mal dort. Wer ist hier gerade lang gegangen? Der Lars ist. Auf jeden Fall habe ich hier gerade einen Deadringer gehört. Ich weiß. Nächste, nicht. Was du hast. Was? Ich will nur einen Deadringer-Test machen. Oh, da hat einer gemessert. Das war wohl ein ziemlich brutaler Deadringer-Test, würde ich mal behaupten. Mein Ex hat Snake gemessert. Ja, mein Ex. Er ist da noch in der Küche. Was für eine Küche? Ich mache eine Tür fest! Oh, nein. So, Leute, die Tür erstmal aufmachen. Ich komm dir zur Hilfe! Nein. Ich kann dich. Ich P128! Ach komm, er ist tot. Es ist niemand in der Nähe. Nein. Scheiße. Okay, mit welcher Waffe? Kurz aufgehakt. P, okay, du warst das. Ja. Willst du meine Pump haben? Nein. Wie nein? Du darfst sie behalten. Wir sind beide Inno. Ja, aber, also. Bedeutet, wir müssen noch Reaper töten. Achso, das war der Snay, Ja. Theoretisch könnten Reaper und ich mich jetzt duellieren. Wir können auch einfach beide auf Reaper gehen, weil du hast eindeutig mit drauf geschossen. Sonst hätte ich es mit der P228 nicht geschafft. Na gut. Dann schieße ich mal auf Reaper, wenn ich ihn sehe. Also das würde ich sowieso machen, aber... einfach nur aus Überzeugung, aber... Der ist bestimmt im Kürbis. Ich war noch nie in diesem Kürbis. Doch, oh, das ist Navoka. Ja, ich bin im Kürbis. Also beim Kürbis. Mein Triggerfinger hat fast schon gezückt. Ich glaube, er ist wirklich ein Kürbis, oder hast du gerade eine Plasma geworfen? Nee. Dann? Da gingen gerade Schüsse auf dich, glaube ich. Ich glaube auch. Sag mal, kommt man vom Kürbis zufällig auf den Baum? Da sind, keine Ahnung, 5 oder 6... Teleporter, glaube ich, drin, ach, oder? So. Ja, wenn gut. Ich mir, also ich bin mir nicht wirklich sicher, aber ich meine, sowas gesehen zu haben, als ich die Map getestet hat. Diese Stelle. Es ist so ruhig. Gespenstisch.
Ja, ich habe diesen Button, aber ich glaube, das ist GEMA drauf. Wen hast du denn als Target, sag mal? Dich. Ach nö, dann findest du mich ja zuerst. Navo, wo bist du gerade? Okay, ich hab's alles gesehen. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Das war deswegen die Frage. Er hat einen Deadringer? Deswegen getroffen? Ja. Ja, gut. Nein! Jetzt bin ich rund. Wie war das gerade versucht, dass ich dich nicht sehe? Ja, wie war, wenn es fertig ist, ne? Was ist es denn dann? Ah, ah, schade. Wir müssen spielen im Kreis rennen. Ja, hab ich gemerkt. Ich hab den Slay einmal gemessert und der ist nicht umgefallen, musste ihn ein zweites Mal messern. Genau in dem Augenblick, wo du da sagtest, ja, er ist vielleicht im Kürbis drin, standest du da so schön an der Ecke und genau dann, wenn ich abdrücke, machst du einen Schritt zur Seite. Nein! Oh, Wanwan! Ach man, und da musst du auf Wanwan dazukommen. Es war praktisch. Aber der Kürbis ist voll cool. Ja, ja, so alleine hätte ich locker oder? Geschafft, aber Wanwan war es ja. Zu viel. Hat alleine jetzt geschafft. Ja gut, irgendwann hätte ich sie schon mit der Diege getroffen. Das Problem war, da kam Wanwan mit einer Shotgun an und dann warst du... Ja. Ja, und nachdem ich dich ein paar Mal mit der Winchester verfehlt habe, habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich mal die Pistole. Ja gut, hast du 20 Damage oder so gemacht, oder 30. Ja, 20 Damage mit der Winchester ist, glaube ich, ein Fehlschuss. So, also so ein Streifschuss. Hm. Wie viel Schaden habe ich dir mit der Diege gemacht? Ja? Weiß ich gar nicht. Ich hatte irgendwie 68, 63, irgendwie so. Ja gut, ich habe auch die ganze Zeit auf den Kopf gezielt, da hast du eine kleinere Trefferfläche. Aber wenn du halt dann halt einmal den Kopf triffst, dann ja. Dann geht's hops. Peng. Ja, Peng. Hab mal was probiert. Ist das auch so ein Sport-Peng-Pong? Ich wollte mal gerade gucken, wie du reagierst auf die Plasma-Wanda. Achso, die war auf mich. Ja, just for fun einfach mal. Hab einfach so, ich wusste, du bist da nach oben gegangen, hab ich einfach mal eine Plasma so aus dem Winkel, aus dem ich dich nicht gesehen hab, da hingeworfen. Hab aber nicht getroffen. Ich dachte, die wären im anderen Haus oder so gewesen, deswegen. Ja, du bist halt da hochgelaufen, dachte ich mal, komm, werf ich mal aus dem Untergeschoss eine hoch, oder dass ich die sehe. Ja, schieß ruhig nicht auf mich. Ja, hatte ich nicht, war nicht mein Ziel. Ach, das war's. Nee, ja, ho 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 hier. Yeah. Ho ho ho. Oh, yeah. Der will mich töten. Auf wem? Na kommen Sie her, ho 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 Snay. Hier ist ein Kaminschacht in der Brücke. Kommen Sie mit. Was, wo ist kommen Sie. Kaminschacht? Hier. Der Kaminschacht, hier. Der Kaminroten Karawane. Gucken Sie sich den Kaminschacht hier an. Da müsste der Santa Claus hier runtergehen. Hier rein. Hier rein. Was da? Kaminschacht? Komm, hier, hier. Kaminschacht. Nee, da kann ich keinen guten Witz ausmachen. Nee, da möchte ich nicht. Nee, da will ich nicht rein. Komm, Ich sehe die Leiche nicht aus dem Winkel hier, weil die unter der Brücke liegen müsste. Ich laufe mal wohin, wo man die sehen könnte. Aber er ist da selbst reingelaufen, eigenverschuldet. Oh, da ist... Ah ja, ich sehe die Leiche. Zwei Leichen liegen da unten. Wow, wow, wow. Das heißt, Sweeper ist auch tot, das heißt, ihr seid beide, du Navo. Hä, wieso kommst du jetzt darauf? Silent Sniper, ich hör's noch. Hä, wer Sniper? Silent Sniper habe ich gehört. Okay, ja, wenn ja, ihr seid eh beide, also sorry, da liegen zwei Leichen nun. An sich stimmt. Vielleicht ist auch ein Traitor tot? Ich würde dir ja nicht zustimmen, dass stimmt. Ja gut, Snake kann ich mir das vorstellen. Snake kann Traitor gewesen sein, also wenn jetzt nicht echt beide seid. Da sind echt zwei Leichen, das warte ist ja mal, da ist gerade was explodiert, das könnte doch dann. Das ist eine Bombe. C4, das heißt ja. C war Traitor. Dann war Snake Traitor. Warte, so gute Rückschlüsse. Also Slay ist auf jeden Fall runtergelaufen.
Ja, aus jeder von unserer Sicht könnten sich die anderen beiden jetzt duellieren. Ich würde die ganze Zeit Snail runterlocken. Also wenn Snail Traitor war, bin ich ja wohl eher Inno als alle anderen. Ich habe ihn runtergelockt. Ich habe ihn zwar nicht runtergeschubst, aber er ist letztendlich runtergelockt. Ja, komplett Wieso sollte ich, wenn wir beide Traitor wären, mit ihm zusammen neben dem Block spielen, mit der Gefahr, dass er runterfallen könnte, so wie er ist. Von der Art her. Naja, vielleicht hast du es ihm zugetraut, dass er es nicht macht. Wow, ich war 2 Minuten mit ihm neben dem Block. Oder eine, keine Ahnung. Aber gut. Ich gehe jetzt echt davon aus, dass der Trader war und nur aus Versehen runtergelaufen ist. Ja, wie gesagt, allein wegen C4. Reaper muss dann Inno gewesen sein, das heißt, ja, einer von uns dreien ist noch. Ja, das ist einer von den dreien, die noch leben, überhaupt. Deswegen. Okay, war es eine normale oder eine Super Disco? Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Van weiß. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Navo es ist, aber ich könnte auch Access zutrauen. Navo sagt jetzt nichts mehr? Ah, ich habe eine Tür gehört, Navo lebt noch. Also Navo, wenn du jetzt nichts mehr sagst und wir dich sehen, dann weißt du, was mit dir passiert. Och Mann, ich wollte das auch mal machen mit dem Stillsein. Ja, bei den letzten 3 Leuten könnte es ja sein, dass du uns gegeneinander aufhetzen willst. Das könnte aber auch einfach sein, dass ich mir denke, okay, der Traitor wird dann einfach eskalieren und dann läuft die Sache. Dann weiß ich, wen ich abknallen muss. Das Problem ist, wenn wir mal beide Inno sind und du kannst ja theoretisch auch Traitor sein, wollen, dass wir uns gegeneinander aufhetzen. Verstehst du? Ja, möglich ist alles. Weil wir dann denken, dass du tot bist. Ja. Ja, ne? Was macht ihr denn so? Was kauft ihr denn zu Weihnachten? Meinst du jetzt so geschenktechnisch? Ja, ja. Ich hol meinem Stiefvater ein Shampoo. Na, wo shoppen? Hey, shopp doch nicht. Die Geschenke du hast so offensichtlich. Ich hab gerade zu Vanva geguckt, ja? Der da hinten über die Brücke rennt. Okay, wolltest du ihn absnipen? Ich hab keinen mich Sniper. Überhaupt? Du hast ihn als Target, okay. Ich behalte dich im Auge. Aha. Auf jeden Fall muss Navo jetzt relativ fix noch snipen. Ja, ne, Vanva. Achso, ich dachte, das wäre ein 4. im Bunde, aber es war nur Echse. Wow. Zeit ablaufen. Ja, Navo, leider. Du warst Traitor. Ja. Ich wollte die scheiß neue Rotationsgun ausprobieren und bin von der blöden Brücke gefallen. Wer hat da die Bombe gelegt? Ich. Bravo. Oh. Zeit. Und das war eine Super Disco. letzte Runde würde ich sagen, 28. Jo. Okay. Wie, was war das? Ach, das war das Super Disco eben, wo ich gefragt habe, was. Das hat sich so anders angehört als die normale Disco. Ich weiß nicht, warum also, ganz im Ernst, ne, bei dir, da stelle ich alles in Frage mittlerweile. Wieso? Was du siehst, ey, du hast so Halluzinationen, das ist echt nicht mehr normal. Normale Disco, ich weiß nicht, es hat sich anders angehört als die normale Disco. Super Disco und eine normale Disco hören sich absolut identisch an. Der Sound bei der Super Disco, der Sound hat sich einfach länger angehört, sagen wir so. Aber diesmal hat es das Friction angehört für C4. Ich weiß nicht, aber am Ende nur das C4 gehört mit diesen ganz dumpfen Explosionen. Ich war noch nie hier oben, wuhu. Ich war noch niemals in New York, hallo Reaper. Und der Bucke, was schenkst du Reaper zu Weihnachten? Das sag ich. Sag ich doch jetzt nicht. Wenn du es ihm nicht sagst, dann bringt er dich um. Das ist Slays Art der Erpressung. Ja, Slay ist der Traitor, aber er muss vorher unbedingt was wissen. Naja. Mhm. Schenk mir einen Feld. Mhm. Soll ich dir kurz einen Credit drüber wachsen lassen? Mhm. Oder oh, jetzt wirklich. Knöchel gebrochen. Ja, gut, besser als wenn der Fingernagel abbricht, ne? Das stimmt. Könnte Aua machen. Jemand ist ein Kürbis. Ja, jetzt eine Kürbiskernsuppe.
Nach wann war... Jetzt Melone. Melonen, aber wirklich geil. Melonen. Oh, kennt ihr Meloneneis? Na, wo ja, kam's gerade aus dem Kürbis? Selbst gemacht, sagen wir es mal so. Liebe Meloneneis. Ich brauch Money. Money, 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 Money. Money, John. Der Ho, 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 der schießt. Band. Hm? Der Ho, 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 ich muss dich verteidigen, Abo. Der Ho, 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 verfolgt dich. Was? Wenn ich da hinsprühe, dann ist es zensiert. What? Na, oh, auch, scheiße, nein, das ist zensort. Ist was explodiert? Wow, okay. Wow, wow, oh, ja. Ich war fast in der Bombe. Ja gut, Bombe die war hier bei Reaper in der Nähe. Oder? Was machst du bei mir in der Nähe? Ich weiß nicht, ich wollte hier lang und dann habe ich da seine Explosion gesehen. Hier auf der anderen Seite dieser Brücke. Ey, was? Oh. Auf mich. Wieso schießt du auf mich? Das war ein Außersein. Na, wo kam gerade aus dem Kürbis? Also, sorry, dass du das gemacht hast. Nee, ich hab keine Sniper, schlagen. Wie du siehst. Was hast du gemacht? Ich darf nur einmal schlagen, weil er... Ernsthaft, Snail. Was? Hä, was ist los? Ex ist tot. Ich bin nee, nicht tot, ich lebe hier noch. Kacke. Ich glaub, da ist gerade einer runtergefallen. Er ist sorry, aber tot. Echt? Ah, Snay, hey! Ey. Snay ist tot, oder was? Nee, Snay läuft hier rum, also ich hoffe nicht, dass der tot ist. Hui! Nein, was ich war, jetzt was, was hast du denn für Bewegung? Wow! Snay! Snay ist es! Okay, Snay ist es. Obwohl, wo, hä? Wann war gerufen, Snay ist es? Ja, ja, ich hab gesehen, tot. Wie Snay eine Plasma an Wanda geheftet hat, aber dann hab ich einen Deadringer gesehen. Was ist da mit Navo? Jawohl. Hätte ich dich nicht erledigt, Snail. Es war Wanwa und nicht Snail. So, ich hoffe, es hat einen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Frohe Weihnachten. Tschüss.